herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FM 23 mit dem Wuppertaler SV und der Saison 24-25. Ja, wenn ihr das hört, habe ich mich doch entschieden, weiterzumachen und das Ganze auch zu senden. Ihr habt die Problematik mitbekommen. Ich habe natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Sendeplatz und viele Aufnahmen schon gemacht von beiden Spielständen. Und natürlich geht das nachher immer weiter, dass wir dann irgendwann auch mal zeitlich beim neuen FM 24 sind. Von daher ist das natürlich problematisch, aber ich habe den Spielstand deswegen weitergemacht, weil er sehr spannend ist. Wir haben gar kein Geld, das ist mir auch noch nie passiert. Insofern müssen wir mit den Jugendspielern arbeiten und das hat mich gereizt. Lass uns also mal reingehen, wir schauen uns an und machen das in gewohnter Manier, auch in dieser Saison, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben bisher einige Testspiele gemacht, ihr seht 4 Siege, ein Unentschieden und damit waren Spiele gegen den Zweitligisten Düsseldorf dabei, 1-1 und gegen Bundesligist Bremen haben wir 1-0 gewonnen. Zudem gegen die beiden Liga-Konkurrenten Fortuna Köln und Magdeburg 3-0 gewonnen. Uerdingen war so der erste Test gegen eine unterklassige Mannschaft, auch dort gewonnen. Also wir wollten versuchen, das schon Geld einzunehmen. Das haben wir mit den Spielen in Düsseldorf und in Bremen natürlich gemacht. Und zum anderen aber auch gegen direkte Liga-Konkurrenten zu schauen, wie wir da drauf sind. Und momentan sind wir sehr gut drauf. Von daher ist das ein guter Start. Wir haben jetzt aber das erste Ligaspiel gegen den VfB Oldenburg. Da schauen wir mal ganz kurz insgesamt in die Liga rein, damit wir dann einen Überblick haben, was denn die Erwartungen so sind von den sogenannten Experten. Also wir werden da schon auf Platz 15 eingestuft. Aufsteiger Altklinike ist der Absteiger Nummer 1 für die Experten. Alle zweiten Mannschaften werden ja nicht bewertet. Übrigens auch noch aufgestiegen ist Stuttgart 2, Fortuna Köln ist aufgestiegen, gegen die wir ja gerade ein Testspiel gemacht haben und Ingolstadt ist aufgestiegen. Abgestiegen aus der zweiten Liga sind Regensburg und Dresden. So mal zum Zwischenstand. Ja, und dann auch zum Zwischenstand transfertechnisch. Ich habe nicht sehr viel Geld zur Verfügung, 2000 gerade mal, das aber auch. Und deswegen gehen wir mal eine Chronik, weil wir uns von Janik Eskarzewski getrennt haben. Da haben wir ein Angebot aus Groß-Asbach bekommen, 13.200 Euro. Wir haben für ihn ja nichts bezahlt, von daher ist das auf jeden Fall für uns erstmal ein bisschen Geld und sparen natürlich sein Gehalt ein, weil wir auf der Position sicherlich mit Salau und andere Optionen noch haben. Aber andere Optionen ist ein gutes Thema, wir gehen mal kurz rein. Achso, nee, natürlich wollte ich euch auch noch zeigen, wer gekommen ist. Das sind nämlich nur die drei Jugendspieler, die alle drei aus Leverkusen gekommen sind. Latritis, Sommer und Petrak, alle für die Jugend geholt. Wir können uns einfach nicht leisten, Spieler zu verpflichten, ist ganz einfach so. Auch 2000 Euro, die wir jetzt hier noch als Budget haben. Ja, aber der Verein hat insgesamt Schulden von 2,3 Millionen und da sind die Fernsehgelder ja jetzt schon reingeflossen. Ja, also von daher, das wird verdammt spannend. 900.000 hat der Verein auch eingeschossen zur Unterstützung, hat aber natürlich nicht gereicht. Also ist schon verdammt spektakulär. Dazu kommen eben auch noch die Schulden, die Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Also wir müssen hier aus nichts was machen und das ist eben das, was mich gereizt hat. Ja, aber das heißt, wir müssen auf Spieler setzen wie Wächter, wie Francis, wie Hotza. Ja, Janko zum Beispiel habe ich aktuell ja hier auch im Team in der ersten Aufstellung, die wir uns gleich genauer angucken. Wir haben aber auch einige Jugendspieler, die hochgekommen sind. Schuler, Lutzmann zum Beispiel als Innenverteidiger vielleicht zu gebrauchen. Menno Gong hat ja im letzten Jahr schon mitgespielt, ist momentan nicht fit, aber auch eine Option. Auch linke Verteidiger, Günnis vielleicht. Also, das sind alles Jugendspieler und was anderes können wir gar nicht machen. Deswegen unser Ziel, und da gehen wir nochmal kurz drauf, bevor wir uns das erste Spiel dann gegen Oldenburg angucken, ist natürlich versuchen, nicht aus der dritten Liga abzusteigen. Wir sind letztes Jahr sensationell Neunter geworden. Ich denke mal, könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr schwerer wird, das zu erreichen, viel schwerer, weil wir nicht die Optionen haben. Wenn mal Verletzte dazukommen etc., wird es verdammt schwer. Aber gut. Das macht es ja gerade auch spannend und deswegen lasst uns ruhig mal reingehen. Wir spielen, wie gesagt, gegen Oldenburg. Die haben Folgendes zu bieten. Ballbesitzspiel hier in einem 4-3-3-System. Wir haben ja jetzt noch nicht wahnsinnig viele Statistiken, die das aussagen. Die Testspiele werden allerdings in diese Mannschaftsanalyse auch mit einbezogen. Von daher kann man schon so leicht sagen, weniger Pässe zugelassen, viele Pässe angekommen und insgesamt präzises Passspiel. Das könnte man hier rausziehen. Wir gucken mal die Spiele an, die wir zuletzt gemacht haben in der letzten Saison. Da haben wir nämlich zu Hause 0-0 gespielt und in Oldenburg 1-0 gewonnen. Also noch keine Niederlage gegen Oldenburg. Dann lasst uns reingehen in das erste Spiel, ins Taktikmeeting. Wir können auch mal ganz kurz die Ergebnisse anschauen. Am ersten Spieltag hat Dresden, nämlich direkt am Freitag, meine ich, 3-0 verloren. Der Absteiger aus der zweiten Liga verliert in Osnabrück 3-0, sehr klassisch. Offenbach verliert 4-0 bei Dortmund 2, also Heidenheim 1-1 gegen Meppen.
Regensburg, der nächste Absteiger, verliert 1-2 in Magdeburg, zu Hause gegen Magdeburg. Stuttgart 2 gewinnt 3-2 gegen Aue und Freiburg gewinnt 2-0 gegen Alt-Glienicke. Gut, wir spielen heute gegen Oldenburg und Ingolstadt gegen Bayern 2. Das sind die Partien am heutigen Tage. Im Marschwegstadion sind 1657 Zuschauer und wir gehen rein. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, mit welcher Mannschaftsausstellung ich spielen möchte. Wie gesagt, wir müssen auf die Jungen setzen und Wächter hat auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht. Zusammen mit Güler da vorne, für mich momentan gesetzt, Wolfram und auch Steinmetz durchaus. Ja, eigentlich Potenzial auf einem Stammplatz, momentan nur zweite Wahl. Also im Sturm haben wir jetzt nicht die Probleme, eher so ein bisschen im Abwehrbereich. Da haben wir noch gar keinen Innenverteidiger dabei. Demming könnte das vielleicht so ein bisschen spielen, aber da hoffen wir mal, dass nichts passiert. Also Schwers, Pitlick und Dahl in der Innenverteidigung, Langhoff als Deuter, Sala auf rechts, Galla auf links. Da könnten wir natürlich auch den jungen Francis bringen, aber Galla hat das auch in der Vorbereitung richtig gut gemacht. Tafazofa, Bohl und Bogians hier im zentralen Mittelfeld. Wir werden auch jetzt mit dem ZMA hier spielen, also Bogians. Das ist, glaube ich, eine etwas bessere Position für ihn. So kam es zumindest auch in den Freundschaftsspielen rüber. Gut, dann werden wir das noch eben einstellen. Und dann habe ich taktisch, ihr seht es hier, die Vertrautheit ist auch richtig hoch. Wir werden vorsichtig, defensiv oder auch ausgewogen versuchen zu spielen. Aber in der Grundausrichtung soll es eher defensiver vorgehen. Das hat also wirklich auch gegen starkem oder Mannschaften wie Fortuna Köln oder eben auch Magdeburg gut geklappt. Wir werden es von Spiel zu Spiel sehen, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall unser Weg. Diszipliniert würde ich auch in dem Fall einstellen. Nicht nur, weil wir ein Auswärtsspiel haben, weil auch das sehr gut funktioniert hat. Und da lassen wir das Gegenpressing drin gegen sehr starke Mannschaften, gehen wir dann auch zurück. Weiter zurückziehen habe ich mich nicht für entschieden. Ja, und so soll es dann aussehen. Gut. Dann sind wir schon soweit, dann gehen wir doch rein ins erste Heimspiel, nein, Entschuldigung, erste Auswärtsspiel, nämlich gegen den VfB Oldenburg. Wir schauen, unser Trainerkollege ist Danny Schwarz. Und was sagen wir, geht raus und beeindruckt mich. Ja, das ist das Einzige, was ich jetzt momentan noch so sagen wollte. Im Mittelfeld, und hier wären wir auch mal, das sieht gut aus. Dann auf geht's zum ersten Spiel. Wir spielen in Schwarz und haben Anstoß. Das lief in der Vorbereitung alles so gut durch. Ich bin mal echt mega gespannt, ob das jetzt hier auch so weitergeht. Salau und dann schon direkt die erste Chance. Was ganz recht da war. Da waren zwei Spieler im Einsatz. Aber schon direkt ein guter Angriff. Konnten ja das größte Teil des Teams zusammenhalten. Mal kurz noch ab und oh, Bohl an die Latte. Das war auch wieder knapp. Verdammt, guter Start hier von uns. Aber bevor ich weiter erzählen kann, kommt hier noch ein Angriff von Oldenburg. Auch gut gespielt, kein Abseits lange Faktor. Ja, Tobias Peitzwiegel, das hätten wir gern verlängert, aber auch dafür war kein Geld da. Das ist traurig, aber es ist so. Das ist eigentlich der einzige Spieler aus dem Stamm oder aus der zweiten Reihe. Und wieder eine gute Chance, das ist Mandal. Schade, richtig gutes Spiel bisher. Ja, der einzige, den ich gern wirklich noch weiter verlängert hätte als weitere Option, aber wir müssen sparen, wo wir können. Und dann macht Martin Schmitz das 1-0 für Oldenburg nach einer Ecke. Präzis mit der Ecke und dann springt er am kurzen Pfosten höher als überhaupt jemand. Und macht das 1-0. Nach gutem Start gehen wir doch in Rückstand hier. Der Spielerfeuer von hinten übrigens immer wieder Thema. Auch im Training meine ich jetzt vor allem. Weil uns definitiv mit begleiten. Ein bisschen mehr das Ballbesitz-Geschichtchen ausspielen. Galle, Bogians, schade. Und dann war es ein Schuss von Galle, der in der Vorbereitung ein super Tor gemacht hat. Weiß also auch, wo der Kasten steht. Wächter, Salau. Und jetzt Bohl. Bohl geht durch und wird gefoult von Klaus. Und dann gibt es 11 Meter. Das ist auch wieder so eine Sache, das habe ich jetzt nicht eingestellt, aber ich glaube, es ist immer noch Schwers. Der hier drin steht und der auch immer noch der Beste ist. Diesbezüglich Wolfram ist fokussiert, der steht aber nicht auf dem Platz, Bogians. Nein, ich vertraue schon auf Schwers. Der hat in der letzten Saison auch getroffen, wenn er geschossen hat. Komm mal, Ausgleich bitte. Jawohl, souverän,
Schwerste und Schwerste getan. Mit seinem ersten Saisontreffer 1-1, 19. Ich finde, auf jeden Fall völlig verdient. Und wieder sind wir da. Wie gesagt, guter Fehler. Ein schöner Pass auf Bogdans. Der wird noch gebraucht, deswegen, okay. Auch Wächter schaltet sich da gut und einer macht auch eine super Vorbereitung. Freistoß Bull, Schwers, da ist er wieder. Das mal auf den, auf das Netz sozusagen. Bull hat sich verletzt, sehe ich gerade. Ist aber noch okay. Oder ist nicht fit genug. Hat aber in der Vorbereitung keine Probleme gezeigt. Das wundert mich jetzt. Wir warten auf jeden Fall bis zur Pause und schauen uns das dann mal an. 2 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt hat sich Wächter verletzt. Nee. Also wir haben jetzt folgende Optionen. Einmal wäre es Janko, der da vorne als Knipser auch spielen kann. Und auch ein junger Mann ist, den wir forcieren wollen. Wir haben natürlich Steinmetz auch auf der Position, da müsste Güler offensiver spielen, das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder eben Wolfram, der aber eher der Spieler hier als Zielspieler ist. Also schwierig, vom Training haben sie alle nicht so wahnsinnig begeistert, da war Janko noch der Beste. Und da Jugend forscht, würde ich das mal so machen. Direkt eine Verletzung, ich hoffe nicht schwer. Jetzt hier über 5 Minuten nachspielen lassen, gibt es auch selten. Also zur Halbzeit 1-1. Grundsätzlich bin ich damit sehr zufrieden, auch wie das zustande gekommen ist. Wir haben die bessere Mannschaft, das sehe ich auch so. Spielt großartig. Hinten müssen wir mal ein bisschen motivieren und ja, das war's. Dann hat unser Gegner schon irgendwas getan. Nee. Martin Schmidt der Beste, aber auch nur aufgrund des Tores wahrscheinlich. Ja, aber wie sieht's mit Bohl aus? Der sieht genauso kaputt aus. Wahnsinn. Ja, da müssen wir was tun. Wir hätten jetzt hier Demming als Möglichkeit und auch den jungen Honza, der auch gut gespielt hat in der Vorbereitung, wenn er mal ein, zwei Einsatz kam. Aber ich glaube, da ist Demming doch noch jetzt die bessere Wahl. Zentral unterstützend wäre er jetzt hier. Mit Caliviero wäre er ein bisschen weiter außen. Mit Zaller unterstützen, Box to Box. Kann er grundsätzlich auch. Ich guck mal eben. Seine Pässe sind natürlich verdammt stark, das kennen wir. Ich würde ihn mal auch in der Position Box to Box bringen. Gut, den Rest lassen wir so taktisch. Glücklich aus. Dann zeig uns, was du kannst. Jetzt haben wir schon 2 Wechselphasen hinter uns durch die Verletzung von Wächter zuvor. Können also nur noch einmal wechseln. Das müssen wir auch bedenken. Aber auch Bull hätte sich danach vielleicht verletzt. Also der Wechsel, der müsste nochmal sein. Demming direkt mit einem Freistoß den Anke noch auf die Latte oder über das Tor nehmen kann. Wahnsinn. Jetzt Ecke Galle. Und direkt nochmal. Das war nix. Ich würde jetzt hier mal, die haben schon 3 gelbe Karten und das im hinteren Bereich. Deshalb würde ich hier nochmal auf die Standards gehen. Vielleicht flutscht dann doch mal die eine oder andere rote durch. Jetzt ist die nächste gelbe dran. Und wir müssen echt mit unseren Wechseln natürlich ziemlich aufpassen. Wir haben jetzt die 69. Wechsel ja so gern so um die 70. nochmal rum. Für Galle würde ich grundsätzlich Francis bringen und Güler ist kaputt, kommen wir wechseln. Wir bringen Francis für Galle und Wolfram als Zielspieler unterstützend jetzt für den kaputten Güler. Dann hätten wir jetzt noch Hotzer, Steinmetz. Ach, der Nahel, aber wir haben für Innenverteidigung keinen,
Keine Alternative. Nee, wir bleiben bei den zwei Wechseln. Wir haben noch beide motiviert. Dann Chaka. Die Gäste noch nicht gewechselt. Wir ermutigen jetzt nochmal, weil wir sind hier echt die bessere Mannschaft. Jetzt wechseln sie, aber defensiv. Ganz bekommt Geld, aber gelb, aber das sollte jetzt mal klappen. Können wir in den letzten Minuten noch irgendwas tun? Die 87. haben wir gerade. Pressen noch mal ein bisschen mehr. Weiß nicht, ob das vielleicht noch irgendwas bringt. Noch mit einer Chance. 2 Minuten Nachspielzeit. Das wird wahrscheinlich doch nichts mehr. Halbe Minute. Oldenburg hat den Ball, oder? Wolfgang, ja gut, das war es wahrscheinlich. Na gut, auswärts ein 1-1 nehmen wir natürlich mit am ersten Spieltag. Wie gesagt, es wird so oder so eine schwierige Saison. Ja, unterschreiben wir so. Machen wir so mit. Müssen wir eh, aber ist schon in Ordnung. Defensive schwer stark, aber gut, auch durch Elfmeter. Salau ganz gut gespielt. War vernünftig von den Leistungen, würde ich mal sagen. Genau. Gut. Das war also das Spiel. 1-1. Wir spielen dann nächste Woche, oder beziehungsweise in 3 Tagen. Das ist eine englische Woche. Können wir uns mal hier oben angucken. Spielen wir zu Hause gegen Stuttgart, um dann am dem Sonntag beim VSG Alt-Glienicke zu spielen. So sehen die nächsten Spiele aus. Und was ich euch noch gar nicht gesagt habe, ist, gegen wen wir im Pokal spielen. Da war in der Auslosung Blau-Weiß-Oberhausen unser Gegner. Die spielen in der Landesliga Niederrhein-Gruppe 3. Das auch noch kurz zum Nachreichen. Ja, da machen wir kurz alle Einstellungen, gucken bei Wächter mal kurz. 5 Wochen bis 2 Monate. Heide Witzka, das ist natürlich ein Rückschlag, gerade für den jungen Mann, der hier so viel Potenzial hat und natürlich aufgebaut werden soll. Machen Sie sich keine Sorgen, da müssen wir auch mit ihm drüber sprechen. Gut, ich mache wieder alle Einstellungen, wie ihr es kennt, und dann sehen wir uns wieder gleich direkt im Anschluss zum Spiel gegen Stuttgart 2. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück und nun rein in die Woche und wir wollen das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2, gegen den Aufsteiger verbringen. Hier haben wir den Scout-Bericht, die Spiel ausgewogen und strikt mit einem klassischen 4-4-2. Wie gesagt, viel zu sehen gibt es noch nicht. Alles, was hier zu sehen ist, sind eigentlich die einzelnen Spieler. Von daher ein eigenes Spiel haben wir ja auch noch nicht gegen sie gehabt. Vielleicht mal kurz hier rein, das waren ja auch die ersten Spiele und auch Testspiele. Aber das kann auch nur von der letzten Saison sein. Beim letzten Mal hat das gepasst bei dem letzten Gegner, wo ich mir das angeguckt habe. Na, dann lassen wir es mal so. Dann haben wir jetzt eigentlich gar nicht wirklich viel zu sehen. Ballbesitzspiel spielen sie noch. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Und ansonsten, ja, gehen wir das gleich im Spiel an. Das hier Fitnesstest sagt aus, dass Güler zwar spielen kann, wir werden ihn aber auf der Bank setzen, genauso wie Bohl. Das ist beides noch ein bisschen knapp. Lutzmann kommt wieder auf die Bank als Ersatz für die Innenverteidigung. Da haben wir ja sowieso so ein paar Problemchen. Deswegen gehen wir mal rein in die Aufstellung. Am gestrigen Dienstag gab es ja auch schon Spiele. Dresden-Regensburg 1-1. Alt-Glienicke, gegen die wir nur nachspielen. Gewinnen 3-0 gegen Aue. Also Vorsicht auf den Aufsteiger. Ist übrigens Stuttgart 2 ja auch. Halle gewinnt gegen Heidenheim. Auch überraschend. Und Osnabrück holt den 2. Sieg. Siegt in Meppen. Wir aber heute wichtig unser Spiel gegen Stuttgart 2 vor 3.919 Fans. Das ist auch eine gute Zahl gegen so eine Zweitliga-Vertretung. Ist ja meistens immer nie ganz so spektakulär, auch wenn die Namen dahinter stehen. Also ich habe mich entschieden, Steinmetz und Wolfram dann zu bringen. Wächter habt ihr ja doch gesehen, ist verletzt über längere Zeit. Janko wird natürlich auf der Bank sitzen. Güler, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen. Auch Bohl ist angeschlagen. Für Bohl kommt dann Demming ins Spiel. Und ansonsten war es das mit den Wechseln. Also mehr würde ich da nicht tun. Wir haben ja auch eine englische Woche insofern, dass wir am Samstag oder am Sonntag zumindest wieder spielen. Von daher muss man gucken, wie wir das hier steuern. Ja, ich würde es aber auf jeden Fall so angehen. Gucken uns die Gegner noch kurz an. Wir spielen zu Hause. Vorsichtig, ich hatte ja gesagt, wir wollen das grundsätzlich als Taktik lassen. Wir gucken aber relativ schnell, ob wir da vielleicht auf ausgewogen gehen. Diszipliniert bleibt auch drin, Spielaufbau von hinten auch.
Gegenpressing ist aber dann der offensivere Part und auch kein weiter zurückziehen. Deswegen, das ist schon so, wie ich das gerne hätte. Bei Deming können wir nochmal kurz reingucken, würde ich aber dann nächste Partie nur machen. Was wir bei ihm noch machen können, dribbeln, passen, Zwischenräume besetzen, das wäre das Thema ohne Ball. Das hat er nicht so passend, ist er natürlich sehr stark. Allerdings den Flair auch nicht, von daher ich würde es so lassen. Dribbling ist 6, das kann er ein bisschen weniger eher machen. Und schießen, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, das ist in Ordnung. Gut, dann lass uns reingehen ins Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 2. Interessanter Trainer übrigens, Frank Fahrenhorst, ehemals Bochumer Innenverteidiger, der ist jetzt hier Trainer bei Stuttgart 2. Das erste Spiel haben sie gewonnen, also von daher sieht man eigentlich gegen wen, wenn man hier drauf geht. Auswärtsmannschaft. Steht da nur, das stimmt aber dann nicht. Nee, gut, dann ist es auch egal, dann gehen wir rein und gucken, was wir sagen. In die Kabine. Unsere Heimform ist wichtig. Das würde ich direkt am Anfang der Saison gerne mal sagen, weil meistens ist es genau das. Wenn man Heimspiele gewinnt, dann sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, na komm, wir motivieren die auch noch, das passt. Dann lass uns reingehen, hier in unserem blau-roten Trikot haben wir Schuss. Passiert nichts in den ersten 10 Minuten. Stuttgart hat ein bisschen mehr Ballbesitz. Ich sage ja, wir werden mal so ein bisschen testen. Wir spielen ausgewogen, weil wir zu Hause spielen und schon grundsätzlich die Tendenz Richtung Offensive haben wollen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns immer erst an. Jetzt erstmal Freistoß Steinmetz. Die erste Chance und Pittlick. Gar nicht schlecht. Da war sie doch, die erste Chance. Ich würde auch eine Sache noch machen. Wir würden noch ein bisschen mehr ins Pressing gehen. Der lang auf Wolfram, der versucht es direkt, gar nicht mal so schlecht. Eine Minute Nachspielzeit, die ist jetzt auch rum und damit 0:0 zur Pause. Natürlich nicht ganz so zufriedenstellend, da müssten wir eigentlich ein bisschen mehr rausholen. Aber Geduld haben. Arbeitet konzentriert weiter. Genau das ist das Thema, finde ich. Disziplin lasse ich noch drin, aber oder? Nee, ich glaube, ich nehme sie auch raus. Dass nochmal so ein Tick nach vorne geht, das wäre vielleicht für mich auch das Einzige, was wir jetzt machen sollten. Gerns ist nervös. Seinen Druck haben wir ihm genommen, das ist schon mal gut. Und Steinmetz machen wir mal. Das war auf ihn bauen. Er hat ja im letzten Jahr sehr viele Tore geschossen, auch Vorbereitung. Also von daher ist er schon ein starker Spieler. Noch lange Zeit auch gesetzt im ersten. Saisonhälfte der letzten Saison. Freistoß von Bayerts Ecke, die schießt er auch. Der Kapitän von der Zweikampfstart klärt die Situation. Jetzt bekommt er Gelb, das müssen wir gleich mal einstellen. Der ist ja auch Ballerobernd, deswegen
kurz Pause machen. Das ist nämlich dann ja wieder was anderes. So. Langhoff hat den Ball, der Aufbau. Diesmal mit einem langen Ball, der nicht direkt ankommt. Und das ist das, was ich eben verhindern möchte, dass wir das dauernd spielen, also die Bälle immer wieder zurückkommen. Da, Wolfgang. Galle. Auf Steinmetz. Jetzt wieder Galle, Flanke und was kann ich das war, die 21, glaube ich. Da lauert mit dem Kopfball, der holt sich hier den Ball. Da eine gute Phase. Schöner Pass auf Burgjans. Dann wird er fast gefoult. Kann sich noch fast fallen lassen. Der Abschluss war dann mal wieder eine Katastrophe. Ah, jetzt haben wir doch mal so einen kleinen Drive. Burgjans, auch der nicht schlecht. Holt er seinen Fisch den raus. Ecke. Ja, schade, jetzt hätten wir es dicke verdient. Aber wir belohnen uns nicht für ein gutes Spiel. Wolfram jetzt vielleicht. Der ist abgefälscht. Ecke. Von der Seite jetzt Demming. Dasselbe Prinzip. Auch dort fischt der Keeper ihn runter. Ich wollte gerade wechseln, aber es gibt nochmal eine Aktion von Wolfram. Und dann gibt es einen Elfmeter. Schwer, es wird ihn schießen. Ja, das hat er beim letzten Mal auch schon geschafft. Komm on. Doch die Führung. Fragezeichen. Ja, durch die Mitte ein bisschen Dusel gehabt. Aber er sitzt zweites Saisontor 1-0. Salau ist kaputt. Ja, die rechte Seite hatte ich ja schon mal gesagt. Da haben wir echt jetzt mittlerweile keine Optionen. Also, Demming ist einer, aber da müsste ich in der Zentralen was machen. Dann machen wir das so. Wir bringen Demming für Salau, der nämlich ziemlich kaputt ist. Und würden jetzt Hotza bringen. Den hatte ich ja gesagt, in der Vorbereitung hatte er das auch schon mal ganz gut gemacht. Mit Zala kann er spielen, zentral angreifend. Und Ball erobern möchte ich mal kurz schauen. Deckung nicht so gut, Aggressivität aber ganz gut. Dann würde ich das mal machen bei ihm. Burkjans ist auch kaputt, vielleicht bringen wir da nachher Bohl für, aber die beiden Wechsel würde ich erstmal lassen. Ah, ist nur ein Wechsel, das habe ich dann nicht. Warum habe ich die? Habe ich nicht zwei gewechselt? Jetzt habe ich auch noch das Falsche gesagt, aber ist egal. Wir führen erstmal 1-0, Hotza kommt rein. Boah, das war wirklich glücklich. War zwar stramm geschossen, aber den hält schon ein Keeper schon mal. 4-1. Wir gehen auch vorsichtig und diszipliniert zurück, so wie wir es angefangen haben. Versuchen ein paar Standards rauszuholen. Gehen auf neu formieren. Wir können schon mal verzögern. Ja, das pressen lassen wir mal. Jetzt hat der Gegner übrigens auch gewechselt. Buziaris kommt ins Spiel. Ja, und wir haben hier keine Chance. Galle muss raus. Francis kommt dafür rein. Und Burgjans, dafür kommt Bohl, kann eigentlich auch ein ZMA spielen. Ah, ich glaube, der kann alles spielen. Dann lassen wir das mal so. Wie wir das taktisch gewohnt sind. Und Innenverteidigung, ja, das ist das große Problem. Lützmann, Bittlik. Na komm, wir bringen Lützmann. Für Bittlik da hinten rein. Wir müssen darauf setzen. Wir haben gar keine andere Wahl. Schwer ist jetzt auch mit Gelb. Jetzt gehen wir auf die Defensive zurück, was ja auch unsere Taktik ist. 4 Minuten Nachspielzeit, komm mal. 91, 92. Wir können aus taktischen Gründen noch einmal wechseln. Janko für Wolfram. Welchen verletzt? Ach, Bohl ist verletzt. Guck mal. Na super, dann bringen wir den gerade und jetzt verletzt er sich.
Wen bringen wir denn jetzt dafür? Dann bringen wir Güler, der ist etwas erfahrener, was das angeht, für so eine Position. Ärgerlich. Und was jetzt? Achso, das war doch die Geschichte. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Weil ich wechseln wollte, bestimmt. Hat sich überschnitten, aber die vierte Minute ist rum. Heißt das, wir holen den Dreier. Steinmetz einhacken. Kommt Pfeif ab. Langer Ball auf Dahl, der kann ihn klären. Ja, schön von Nutzer auch. Aufpassen, 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 weg damit. Das ist super. 1-0-Sieg gegen Stuttgart 2, auf jeden Fall verdient, ganz klar. Wir haben ein bisschen was probiert, ein bisschen offensiver geworden. Das hat dann auch ein paar Aktionen gebracht, gerade hier so Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit. Und da ist auch das Tor gefallen. Jetzt müssen wir uns die Verletzungen angucken. Das hoffen wir mal nicht, dass die so schwer sind. Und das können wir uns in der Saison überhaupt nicht erlauben. Emin Dahl hat gut gespielt, Schwers, Langhoff im Tor auch gut. Sehr zufrieden mit allem. Nicht unser bestes Spiel, das kann man nur wirklich sagen, aber wir haben was Zählbares mitgenommen mit dem Sieg gegen Stuttgart 2. Sind aktuell Fünfter und wären aufgestiegen. Aber das ist noch ein langer Weg und das ist ja gar nicht das Thema. So, Bohl ist verletzt, 4 bis 5 Wochen Knöcherbändeldehnung. Und war da nicht noch einer verletzt? Ne, anscheinend nicht. Das ist trotzdem wieder bitter, ne? Tja, das wird weiter so passieren, definitiv. Gut, die nächsten Spiele, wie gesagt, jetzt geht es gegen Alt-Glienicke direkt am Sonntag weiter, englische Woche. Und dann in der Woche Sonntag geht es dann zum Pokal nach Blau-Weiß-Oberhausen. So schaut's aus in der nächsten Zeit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei und es macht euch auch Spaß. Mir macht es, wie gesagt, schon einen Riesenspaß, diese Herausforderung anzunehmen. Wir machen dann beim nächsten Mal da weiter. Ich sage danke, macht's gut und vor allem, wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.